Okay, liebe Leute, im heutigen Video geht es mal um was anderes. Und zwar möchte ich euch Authenticate vorstellen. Authenticate ist eine Community, welche sich dem Design und der Produktion von authentisch aussehenden Kontrollelementen hauptsächlich für Flugzeuge aus der Ära des Zweiten Weltkrieges verschrieben hat. Wie hier zum Beispiel diesem Vortel einer Bf 109. Man hat mir dieses Teil geschickt und zur Verfügung gestellt, damit ich es mal vorstellen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Und das Ganze ist im Prinzip mit einem 3D-Drucker hergestellt. Ja, man kann sich dann über Authenticate entsprechend Pläne runterladen und das Ganze dann über einen 3D-Drucker herstellen. Hier sind natürlich auch so ein paar kleine Sachen bei, wie Schrauben, Federn und so Kleinigkeiten, die man aber alle eigentlich mit einem Schraubendreher, sag ich mal, festziehen kann. Hier ist nichts bei an der eigentlichen Hardware, was irgendwie gelötet werden muss oder was komplizierte Elektronik ist. Für die Elektronik selbst gibt's dann einen kleinen Hub. Ich muss mal ganz kurz die Kamera schwenken. Und in dem Hub hier hinten ist jetzt eine Leiterplatte drin. Das kann man trotzdem zusammenbauen, ohne dass es irgendwie gelötet wird. Man muss da drin nur ein ganz klein bisschen mit irgendwelchen Kabeln fummeln. Und hier drin wird dann alles umgewandelt in entsprechende Signale, sodass wir das nach hinten raus einfach mit einem USB-Kabel an den PC anschließen können. Ansonsten wird dann hier draußen einfach über RJ45-Stecker ein ganz normales LAN-Kabel angeschlossen, welches dann zum Vortel geht oder zur Hardware entsprechend und dort in einen Stecker eingesteckt wird. Das Ganze ist, wie gesagt, wirklich auch komplett ohne Löten. Und man braucht hier maximal, ich sag mal, einen Schraubendreher oder vielleicht eine kleine Zange, um so ein paar Kabelenden abzuisolieren. Das heißt, es ist nicht komplizierter als zum Beispiel ein Modellflugzeug bauen oder so. Dann schauen wir mal ganz kurz auf die Homepage von Authenticate. Den Link zu authenticate.org haue ich auch in die Videobeschreibung rein. Hier finden wir zum Beispiel Übersichten über die Produkte, also was so an Plänen schon vorhanden ist. Zum Beispiel für die Spitfire gibt es schon Pläne für den Yoke, für Throttle plus Trimrad und so weiter und so fort. Und hier kann man dann auch die entsprechenden Vorlagen für den 3D-Drucker runterladen. Es gibt dann auch schon immer kleine Kits zu kaufen, wo die entsprechenden Schrauben und solche Geschichten drin sind. Ja, kann man hier raufklicken. Man kann auch hier mal bei Resources gucken, was es denn so an Hardware benötigt. Also an, mit Hardware ist gemeint so Schrauben und solche Geschichten. Und da sieht man dann hier die entsprechenden Größen, die es so benötigt. Wie gesagt, es ist einfacher, das Ganze als Kit zu kaufen, als hier einzeln sich zusammenzusuchen. Und das ist hier somit das Einzige, was so an Leiterplatten benötigt wird. Ja, das kommt in den Hub rein zum Beispiel. Die ist aber fertig auch, ne? Die wird nur aufgeschraubt in den Hub auf die entsprechende Gehäuseplatte. Und dann passiert alles Weitere einfach nur mit Kabelverbindung. Ne? Man braucht also absolut definitiv nicht löten. Mega cool. Und hier gibt's wie gesagt schon so einen Partner, der bietet so die Kits an, also wo man die Hardware, Schrauben und sowas bekommt, ne? Außer die 3D gedruckten Teile. Ja, aber hier haben wir zum Beispiel Simkit, supplies.com. Und hier kann man dann order a kit. Gucken, was es so alles gibt, ne? Für die entsprechenden, Produkte, ne? Wenn ich also Spitfire Bottom mir bauen will, gucke ich hier rauf und dann bietet er mir schon an die entsprechenden kleinen Teile, ne? Also was so an Schrauben und Ringen und so vorhanden ist, ne? Und man braucht dann halt nur jemanden, und das ist wahrscheinlich das, was am schwersten ist, jemanden, der einem, wie gesagt, die Plasteteile druckt. Und gerade weil ja nicht jeder einen 3D-Drucker hat und das Drucken an sich jetzt auch nicht ganz so einfach ist, ist Authenticate momentan bemüht, eine Art Netzwerk aufzubauen von Community-Mitgliedern, die sich durchaus bereit erklären, für andere Community-Mitglieder diese 3D-Teile zu drucken, ja, gegebenenfalls im gleichen Land oder so. Und wenn ihr zum Beispiel das seht und ihr sagt euch, ach Mensch, ey, ich hab so einen 3D-Drucker und ich wäre auch bereit, für andere Leute gegen, ich sag mal, Entschädigungen für die Materialkosten und den Versand diese Teile zu drucken, dann meldet euch bei Authenticate. Ja, die würden sich da tierisch drüber freuen. Oder meldet euch bei mir und ich stelle den Kontakt her oder so. Ja, das wäre natürlich eine mega, mega coole Geschichte, wenn wir hier in Deutschland vielleicht auch ein, zwei Leute vielleicht finden, die Teile für entsprechend Interessierte dann drucken. Das wäre schon so geil. Und ich habe jetzt, wie gesagt, hier diesen Throttle einer Bf 109 geschickt bekommen.
schon so zusammenmontiert, aber ich habe auch schon mal ein paar Schrauben gelöst und reingeguckt. Und ich denke, ich wäre auch in der Lage, so ein Vortel aus den Teilen zusammenzubauen. Das ist wirklich scheinbar relativ unkompliziert. Und wir haben hier nur einen bewegbaren Vortel. Damit können wir dann wirklich auch die Gasachse steuern im Flugsimulator. Hier habe ich noch einen Knopf dran. Da habe ich jetzt eigentlich gar keine Referenz gefunden, was in der echten BF-109 dieser Knopf auslösen würde. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den oder die Wassereinspritzung ranprogrammiert. Dann haben wir hier den Treibstoff-Selector oder den Tank-Selector. Ja, das funktioniert noch alles. Kann man auch bewegen und entsprechend programmieren über zum Beispiel X's und O's oder Sputniks. Das geht beides. Ohne solche Zusatzprogramme wird es allerdings schwer. Aber wer, sage ich mal, mit solcher Hardware arbeitet und so ein bisschen Homecock-mäßig bastelt, der wird, denke ich, entweder Sputniks haben oder FSUIPC nutzen oder halt auch X's und O's. Also da, denke ich mal, gibt es eigentlich keine Probleme, das dann auch einzubinden. Die Variablen findet man zur Not mit auf dem Discord dort oder kann sich schlau machen. Viele Sachen sind aber auch ja relativ selbsterklärend. Ne? Der Throttle wird natürlich auf eine Gasachse gebunden und so weiter und so fort. Hier haben wir einen Winterstartzug, das ist quasi der Schock. Dann haben wir hier den Schnellstopp. Der ist im eigentlichen Flugzeug, glaube ich, eher hier vorne. Ne? Irgendwo so mit dran. Der ist aber hier mit eingebaut. Der cuttet im Prinzip ganz kurz den Treibstoff, dass man das abstellen kann. Hier unten haben wir den Schalter für die manuelle bzw. automatische APM-Steuerung. Und wenn wir das auf manuell zu stehen haben, dann können wir hier oben über diese Schalter, die auch funktionieren, ne, diese Drehzahlschalter, können wir dann die APM tatsächlich auch manuell einstellen. Für die relativ einfache und schnelle Installation solcher Hardware hat sich Authentikit natürlich auch was einfallen lassen. Und zwar arbeitet Authentikit mit einem Monitorarm-Hersteller zusammen. Ja, das ist im Prinzip ein Monitorarm, der verkehrt rum an den Tisch montiert wird. Also die Stange geht jetzt hier unten weg. Die hat meine Kamera jetzt nicht im Blickfeld. Da kann ich mal gucken, ob ich ein Bild einblende. Geht nach unten weg. Hier ist der entsprechende Arm dran. Hier wäre normalerweise die Befestigung für einen Monitor. Und man hat jetzt hier so spezielle kleine Halterungen. Auch aus 3D-Druck. Mit im Programm, wo dann der Vortel ja mit so einer Aussparung reingehangen wird. Das geht dann ganz einfach. Gucken, ob ich das blind treffe. Wird dann ganz einfach so reingehangen. Normalerweise ist das eher hier an der geraden Stange festgemacht und man kann das auch ein bisschen dichter an sich ranholen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich das hier so ein bisschen relativ schnell und flexibel auch mal ranholen kann. Damit ich, wenn ich aufstehe, das nicht kaputt mache, schiebe ich es, wenn ich es nicht brauche, dann einfach zur Seite. Ist mir einfach ein bisschen sicherer. Das ist dann aber relativ flexibel, da kann dann jeder gucken, wie er es am besten für sich installiert. Falls sich das jemand dann holen sollte. Und dann kann ich hier schön das Ganze bedienen. Ja, die Treibstoffhebel, den Propellerhebel oder beziehungsweise den Umsteller für die Automatik, das sieht man jetzt im Bild nicht. Ne? Und zur Not auch mal einen Schnellstopp ziehen. Und das ist irgendwie mega cool. Und die Anschlüsse, wie gesagt, funktionieren ganz einfach über RJ45-Kabel. Hier ist das Kabel für den Throttle H2. Hier ist es einfach ist so reingefräst, die Nummern. Die sind nicht aufgemalt, aber mit ein bisschen mehr Licht sehe ich das. Ne? H2 ist zum Beispiel oben, ist der Throttle. Kommt hier einfach nur das RJ40-Kabel rein. Das gleiche dann jetzt natürlich mit dem H7er-Kabel und dem H9er-Kabel in die Box rein. Und von der Box hier hinten geht jetzt ganz normal ein USB-Kabel, das man an den Computer anschließen kann. Und dann funktioniert das Ganze. Dann wird es erkannt als Hardware. Für den Microsoft Flight Simulator brauche ich da jetzt auch keine, noch spezielle Software von Authentikit. Es gibt aber noch so eine Einrichtungssoftware. Man kann das Ganze nämlich auch zum Beispiel für DCS World benutzen. Ja, da funktioniert das auch. Und hier im Microsoft Flight Simulator habe ich das dann ganz einfach über X's und O's nur programmiert. Easy peasy. Also Leute, die Sputniks und X's und O's haben, die brauchen da jetzt, denke ich, erstmal keine spezielle weitere Einrichtungssoftware für den Microsoft Flight Simulator. Okay, dann zeige ich das Ganze mal in Action. Und zwar haben wir
Hier ja dann, wie gesagt, den Trottel. Treibstoff, Tankselektor, Schnellstopphebel ist der hier. Ja, der cuttet einfach kurz die Maschine. Und das hier unten ist der Governor. Manuell und Automatik. Ja, das sieht man jetzt im Video nicht. Also unten hier nicht, weil das relativ weit unten ist, der Switch auch, ne? Und an diesem Knopf hier oben habe ich mir, wie gesagt, die Wassereinspritzung programmiert. Ja, hier den Schalter. Damit haben wir ein bisschen mehr Power zur Verfügung. Ja, dann kommt man da auch relativ schnell ran. Dann würde ich sagen, wir fliegen eine ganz kleine Runde. Hier ordentlich hinsetzen. So, ich bin das Teil auch lange nicht geflogen. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Die Tests hatte ich alle schon vor einer Woche gemacht. Wir switchen kurz auf manuelle RPM. Dann kann ich hier jetzt mit diesen beiden Hebeln, ja, mit, das ist ja eigentlich ein Switch, ne, der, ich sag mal, drei Stellungen hat, ja, kann ich jetzt wirklich auch die RPM einstellen. 12 Uhr war das, glaube ich, für den Takeoff. So. So, dann versuchen wir es mal. Pad Tracking ist an. Parkbremse lösen, kurz anbremsen, komplett volles Querruder, volles Seitenruder und sinnig mit dem Gas. Und bei ca. 170 bis 180 km/h können wir dann abheben. Jetzt kommt er langsam. Und wir sind einmal gebounced, glaube ich. Jetzt sind wir oben. So, Fahrwerk einfahren. Flaps einfahren. Und wir sind airborne. Jetzt schalte ich um auf automatische RPM-Steuerung. Und jetzt gehen wir mal Wasser dazu. Machen wir den Radiator zu. Beziehungsweise auch automatisch. Wasser wieder aus. Ist schon ein cooles Flugzeug, ne? Macht schon Spaß und es fühlt sich einfach cool an, wenn man so eine authentische Steuerung noch dazu hat. Na, hier unten ist der Airport. Ist hier immer schwer zu erkennen. Ich muss aufpassen, dass ich wieder zurückfinde. Da unten ist er. Herrlich. Es fühlt sich einfach nur cool, cool an. So, dann versuchen wir mal eine Landung.
Ist auch relativ schwierig. Ich bin hier beim Testen ganz oft hinten rausgeschossen, weil ich habe mir, glaube ich, eine echt kurze Runway hier ausgesucht. Das Video. So, ich gehe erstmal wieder auf manuell mit dem Governor und drehe die RPM wieder hoch. Ja, High RPM, 12 Uhr. Macht sich beim Durchstarten einfach besser. Kann man schneller beschleunigen. Oh, ich bin schon zu tief. Ich muss da mal hoch. So, wir sind unter 300 km/h. Oh, das Fahrwerk ausfahren. Ich warte noch, bis wir am Downwind Lag sind. Da ist der Airport. Fahrwerk raus. Flaps raus. Oh, zu schnell. Wir waren jetzt zu schnell. Aber die Flaps und Slats sind eigentlich auch eher so automatisch, ne? Dass die, wenn der Widerstand zu groß ist, oder zumindest die Slats, ja, dass die je nach Geschwindigkeit aus- und einfahren. Kamen sie wieder raus. Gehen wir eine etwas höhere Sitzposition wegen der Landung. Stromleitungen unter mir. Ich darf nicht zu langsam werden. Runway ist wirklich schwer zu sehen. Da ist sie. Runter, runter, runter. Hier ist nicht so viel Platz. So, da sind wir unten. Oh, ein bisschen frische Luft. Reicht. Huhu. Ja, liebe Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Ich plane mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zweites Video zu machen, wo ich ein bisschen genauer darauf eingehe, wo man sich so diese ganzen Kleinteile besorgen kann und wie man gegebenenfalls jemanden findet, der einem die 3D-Teile druckt. Authentikit ist momentan auch dabei, so ein kleines Netzwerk aufzubauen und gegebenenfalls gibt es dann vielleicht auch jemanden in Deutschland, der diese 3D-Teile druckt für Leute, die daran interessiert sind. Gegebenenfalls werde ich auch nochmal ein Video in DCS World machen, wo ich das Teil benutze. Und ansonsten nochmal ein ganz, 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 ganz fettes Dankeschön an Authentikit, dass man mir so ein Teil zur Verfügung gestellt hat. Ich finde das Ding wirklich mega, mega, mega cool. Am Ende, wie immer, der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle und ich kann euch nur wie immer empfehlen, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt das zu uns auf den Discord. Man kann in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten austauschen, ein bisschen rumchatten, gegebenenfalls unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube.
Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für meinen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.